Hallo, herzlich willkommen zu deinem Kurs. Ich bin Birgit und ich möchte mit dir heute ein paar Dehnübungen machen. Wir fangen in Rückenlage an. Dazu setzen wir uns an die kurze Seite. Rollen unseren Rücken ab, Wirbel für Wirbel. Legen den linken Fuß auf dem rechten Oberschenkel ab. Und jetzt kannst du entweder das Bein nach außen schieben, das wäre jetzt die leichte Version, oder du nimmst den Oberschenkel mit dem Fuß und ziehst den Oberschenkel zu dir ran. Atmest ganz gleichmäßig weiter tief ein und aus und nur halten. Wir dehnen jetzt die Außenseite. Hier diese Außenseite wird jetzt gedehnt. Versuch noch ein bisschen zu halten. Langsam wieder lösen und wir wechseln einmal die Seite. Hier auch entweder das Bein nach außen schieben oder du nimmst wieder den Oberschenkel, ziehst das Bein ran, halten. Tief ein- und ausatmen dabei. Und langsam wieder lösen. Stellen die Füße unten auf, legen die Arme seitlich am Boden ab, kippen einfach mal die Beine nach außen, setzen dabei die Fußsohlen aneinander. Und versuchen, die Knie so weit wie möglich in Richtung Boden zu ziehen. Wir dehnen damit die Innenseiten der Beine. Tief ein- und ausatmen. Versuchen beim Ausatmen noch mal ein bisschen weiter nach unten zu ziehen. Ganz bewusst mit der Ausatmung. Und langsam wieder lösen. Beine wieder aufrichten. Strecken das linke Bein nach oben, ziehen die Fußspitze nach unten, ziehen das Bein zu uns ran und halten. Wir dehnen jetzt mit dieser Übung die Oberschenkelrückseite und gleichzeitig auch die Wade. Halten. Langsam lösen. Die Seiten einmal wechseln. Fußspitze schön nach unten ziehen und halten.
Arme zur Seite, kippen beide Beine nach rechts und der Blick geht nach links. Diese Übung ist für die Dehnung der seitlichen Rumpfmuskulatur. Einfach mal so liegen bleiben, nur halten. Wechseln auf die andere Seite. Langsam wieder lösen. Komm über die Seitlage nach oben in den Vierfüßlerstand. So, jetzt schieben wir oder ziehen das linke Knie mal nach oben und das rechte Bein strecken wir lang aus. Und dann versuchen wir, das gebeugte Bein so zu legen, dass der Fuß so ein bisschen nach innen zeigt. Und dann versuchen wir, die Arme lang auszustrecken. Jetzt stellen wir uns bildlich vor, dass wir das Knie, was jetzt hier unten ist, in Richtung Achsel ziehen. Wir dehnen hiermit die Außenseite, also vom Gesäßmuskel, einen bestimmten Muskel, den Peripheris, und versuchen mal in dieser Position zu bleiben. Atmet einfach tief ein und aus. Konzentriert euch auf die Außenseite. Kommen langsam nach oben, richten uns wieder auf und wechseln die Seiten. Rechtes Knie anwinkeln, das andere Bein ist lang und dann wieder den Fuß so ein bisschen nach innen ziehen, nur so weit es geht, nicht mit Gewalt. Macht diese Bewegung nur so, wie es geht. Und dann versuchen wir wieder das Knie und die Achsel zu berühren. Halten. Und auch hier langsam wieder lösen. Setzen uns dann in Richtung Fersen. Gesäß zieht in Richtung Fersen. Arme sind lang nach vorne gestreckt. Und wir dehnen hier mit den Rücken. Halten. Langsam lösen,
richten uns mal kurz auf und dann nehmen wir unsere Hände zu den Füßen, gehen nochmal mit dem Oberkörper nach unten und halten. Richten uns langsam wieder auf. Nehmen den linken Fuß nach vorne. Weiter vorne als das Knie. Und dann stützen wir uns ab mit den Armen auf dem Oberschenkel. Ziehen die Hüfte tief und halten. Und mit dieser Übung dehnen wir den Hüftbeugemuskel. Tief ein- und ausatmen. Immer versuchen mit der Ausatmung noch mal ein Stückchen weiter nach unten zu ziehen. Halten. Langsam lösen. Die Seiten wechseln. Hüfte tief ziehen, halten. Noch ein bisschen halten. Langsam lösen. So, wir setzen uns noch mal hin in den Langsitz. Strecken die Beine ganz lang, ziehen die Fußspitzen nach oben. Versuchen jetzt mal mit den Fingerspitzen in Richtung Fußspitzen zu ziehen. Oberkörper zieht zu den Beinen nach unten. Wenn es mit gestreckten Beinen nicht geht, dann winkelt die Beine einfach an. Oder legt die Hände weiter vorne auf die Beine ab. Wir dehnen jetzt die Oberschenkelrückseite. Richten uns langsam wieder auf. Setzen uns in den Schneidersitz. Atmen tief ein und über die Seite wieder aus. Noch einmal ein und aus. Schütteln die Handgelenke aus. Und ihr habt's geschafft. Vielen Dank fürs Mitmachen.